Moin, moin und hallo und willkommen zurück. Und heute soll es gehen um Ölfarben. Und zwar habe ich die ja schon mehrfach in meinen Videos erwähnt und hatte euch gefragt, ob euch da mein Video zu interessieren würde. Das habt ihr euch und deswegen kriegt ihr das jetzt auch. Und dann wollte ich euch heute mal ein bisschen was dazu erklären. Also als erstes braucht ihr halt Ölfarben. Die gibt es von verschiedenen Farben, hier von verschiedenen Firmen natürlich. Hier ist was von Winsor & Newton und hier ist Abteilung 502. Also da könnt ihr euch quer durch die Anbieter einkaufen. Ich glaube, das hier sind mit die günstigsten. Und wenn ihr damit arbeiten wollt, braucht ihr halt auch das. Das ist ein White Spirit oder ein Mineral Spirit. Das ist nichts anderes als ein Terpentinersatz. Theoretisch könnt ihr auch Terpentin benutzen. Der Vorteil bei dem hier ist halt, der ist ein bisschen geruchsneutraler und nicht ganz so, der geht nicht ganz so auf den Kopf. Achtet aber trotzdem immer drauf, wenn ihr damit arbeitet. Gut durchlüfteter Raum, nicht, dass gerade irgendwie auch Haustiere, Kinder, Ehemann, Ehefrau im Raum sind, sondern guckt halt wirklich, dass ihr das verarbeitet, wenn keiner da ist oder halt draußen auf dem Balkon, Terrasse, Garten, wo auch immer. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Also ich arbeite jetzt mit Washes, ich zeige euch jetzt die Washes, man kann auch mit pur mit der Ölfarbe arbeiten, aber hauptsächlich benutze ich das für Washes und dazu müsst ihr euch erstmal den Spirit hier in so eine Palette machen. Ich habe jetzt hier so eine Metallpalette extra dafür gekauft. Und da wir heute mit Schwarz arbeiten, kann es hier mal in Schwarz direkt. Und dann kann da die Ölfarbe dazu. Das Ratio ist nicht ganz so dringend, da es nur so ein Wash ist. Würde ich ungefähr sagen, ihr braucht ein Ratio von 1 zu 10, also 10 Teile White Spirit, ein Teil Ölfarbe, damit das Ganze schön dünn wird. Ihr seht, mit so einer Tube kommt er dann auch relativ weit. Und dann nehmt ihr euch einen alten Pinsel, einer, der nicht unbedingt mehr zum Miniaturmalen gedacht ist, und mischt das hier erstmal unter. So, während ich das hier mische, kann ich euch ja noch ein bisschen erzählen. Ihr könnt das für alles einsetzen. Es wird empfohlen, vor allem gerade wenn ihr Anfänger seid, dass ihr, wenn ihr erstmal was anderes gemalt habt, eure Figur zwischendurch warnischt, also einen Schutzlack drauf macht, und zwar einen Gloss. Das ist damit zurückzuführen, dass das Wash gleich auf den Gloss besser verlaufen kann oder sich besser in die Rillen setzen kann. Und außerdem schützt es nachher beim Entfernen die Miniaturstrukturen darunter, wenn ihr mal zu doll reibt. Also diese Farbe hier an sich. Die löst eure Farbe nicht an, auch der White Spirit löst die Acrylfarbe nicht an. Es ist halt nur der mechanische Druck, der halt nachher beim wieder runterwischen ausgelöst wird, dass das so ein bisschen geschützt ist. Die sind jetzt tatsächlich nicht mehr lackiert. Ich arbeite jetzt schon eine Zeit lang ohne. Das spart halt einen Step und ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also es geht auch ohne Lackierung. Da verteilt sich das meistens nicht so ganz so schön, wie es auf Gloss macht. Aber da ich ja die Wischtechnik benutze, ist das jetzt auch nicht so schlimm. So, ich gucke mal, ob ich euch hier in Fokus setzen kann und dann, damit ich euch auch zeigen kann, was der große Vorteil ist. Wenn ich jetzt hier nämlich den Pinsel aufsetze, seht ihr schon, wie das an den Kanten lang läuft. Also es verhält sich ganz anders als normales Wasser oder normales Acrylwash. Dadurch, dass es keine Oberflächenspannung hat, zieht sich das so richtig in die Rillen rein. Und wie jetzt hier bei diesen kleinen Max. Ist das wirklich sehr schön. Das ist beinahe schon so ein bisschen wie Magie, wenn man da teilweise bei dem Acryl immer gegen diese Oberflächenspannung abarbeiten muss, dass sich da keine Pools bilden. Sieht man hier, das ist so ein ganz leichter Film. Das zieht sich rüber, das setzt sich auch genau dahin, wo es hin soll. Schön in die Vertiefungen. Lässt sich auch sehr weich arbeiten. Also es gleitet wirklich so über die Figur. Und dann malt ihr erstmal eure Figur damit an. Ihr könnt das jetzt auch sehr gezielt einsetzen. Das heißt, ihr könntet mit dem Pinsel auch gezielt auf die Lücken oder die Platten, die ihr malen wollt, eingehen und das nur da verteilen. Das ist ein bisschen farbsparender. Ich nehme jetzt hier die zeitsparende Variante, weil die Figuren hier eh nicht so ganz genau bemalt werden müssen. Und ja, dann wasche ich die lieber einmal komplett, so wie man es mit dem Acrylwasch auch machen würde. So. Danach sieht eure Figur so aus. Das sieht jetzt erstmal richtig schlimm aus.
aber ist es nicht. Ihr müsst das jetzt eine Weile eintrocknen lassen. Auch da ist es so, kann ich euch keine genauen Zeitangaben geben. Die Figur, die wir jetzt gleich machen werden, die ist jetzt nur eine gute halbe Stunde getrocknet, allerdings in der prallen Sonne. Und ihr seht, es ist so ein bisschen trocken, aber auch nicht ganz, weil der Vorteil bei diesen Oil Washes ist, die brauchen sehr lange zum Trocknen. Und ihr könnt die auch eigentlich wochenlang wieder reaktivieren, indem ihr halt diesen Mineral Spirit einsetzt. Das ist jetzt nämlich wie folgt. Aber wenn ich das jetzt sauber machen möchte, oder ich muss das ja erstmal wieder cleanen, dann kann ich hier rüber wischen. Man sieht, da kommt jetzt nicht so viel mit, das ist schon relativ gut eingetrocknet. Das heißt, wir brauchen noch mehr Spirit. Dann gehen wir hin, holen uns ein bisschen was Pures auf die Palette. Gehen wir wieder ran mit dem Q-Tip und fangen dann an zu wischen. Und man merkt schon, oder ihr seht schon, wie die Farbe da hochkommt, ne? Es wird ganz schnell wieder klar. Es lässt sich gut abwischen. Das ist jetzt hier alles in meinem Q-Tip und es sollte dann nur noch in den Vertiefungen zum Schluss drin bleiben. Und das ist halt der große Vorteil, dass halt auch wenn sich Pools bilden, ihr das einfach wegwischen könnt. Ihr könnt das hin und her schieben, die Farbe, wie ihr wollt, mehr oder weniger. Wollt ihr mal wo mehr was haben, wo weniger was haben. Und ihr könnt halt wirklich damit noch wochenlang arbeiten. Wenn ihr das dann fertig habt, mehr oder weniger, dann geht ihr hin und lasst das vielleicht noch mal einen Tag, besser zwei trocknen und macht dann Mattvarnisch wieder drüber und malt dann ganz normal weiter bei eurer Figur, wenn ihr noch was habt. Weil dadurch, dass halt diese Ölfarbe so lange aktiviert bleibt, dann habt ihr die praktisch unter dem Varnisch weggesperrt und könnt dann halt normal weiter mitarbeiten und könnt halt normal eure Figuren machen. So, ich werde es jetzt ja auch nicht zu lange zeigen. Ihr habt halt eine Idee, wie es werden soll. Ihr könnt auch einen Pinsel nehmen mit dem White Spirit. Ihr könnt auch ein Tuch nehmen. Ich finde das mit dem Q-Tip ganz gut, da ein bisschen Kontrolle drüber. Und das sieht jetzt zwar auch noch schlimm aus, aber wie gesagt, man kann halt so schöne Sachen machen wie bei der Athene hier. Da ist die Haut geölt, da diese ganzen dunklen Partien, das ist alles Öl. Das schiebt man dann immer so ein bisschen durch die Gegend. Oder hier das Schild, das ist auch Öl. Das ist halt eine blaue Ölfarbe. Und ja, man sieht schon, man kann damit sehr schöne Übergänge machen. Und es sieht einfach anders aus als Acrylwash. Es verhält sich auch einfach anders. Und ihr könnt damit diese Fleckenbildung verhindern, wenn ihr halt wirklich mal was dick waschen müsst, wie jetzt hier diese Roboter. Und könnt das dann nachher wieder hochnehmen. Ist jetzt nicht unbedingt so eine Sache, die sich jeder, glaube ich, unbedingt sofort schnell zulegen sollte. Also rennt nicht alle los und holt euch jetzt das Oil Wash. Ich finde es am sinnvollsten tatsächlich für Haut gerade, dadurch, dass da das mit dem Wusches immer nicht so richtig funktioniert und nach meiner Meinung nicht so richtig schön klappt. Ja, und für andere Sachen ist es auch ganz nett. Also schaut es euch mal an. So teuer ist es auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.